Magdeburg, Getek Arena, Handball, erste Bundesliga. Die Magdeburger Handballer vom SCM haben die Mannschaft vom TSC Hannover-Burgdorf zu Gast. Die Halle ist ein Hexenkessel, denn die Magdeburger sind ein begeistertes Publikum und treiben ihre Mannschaft zu Höchstleistungen an. Doch an diesem 15. Spieltag soll in der Halbzeitpause die Siegerehrung für eine Promotion-Aktion durchgeführt werden. Und die hat einen martialischen Namen: Mein Blut für meine Mannschaft. Wir suchen Mannschaften, die sich bei uns bewerben. Und die dann sagen, okay, ich gehe mit meiner Mannschaft los und begeistere meine Oma, meinen Opa, meine Onkel, meine Tanten, für uns Blut zu spenden. So, diese Blutspenden nach der Anmeldung können sie bei uns einreichen. Und dann, wenn sie viel Glück haben und reichlich Blut gespendet haben, dann können sie bei uns 1.000 Euro gewinnen. Als Sponsor der Aktion hat die Firma EKF Diagnostik sich mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Blutbank der Universitätsklinik Magdeburg weitere Partner ins Boot geholt. Und der Leiter der Uni Blutbank, Professor Marcel Heim, hat einen Wanderpokal dabei, denn die Aktion soll fortgesetzt werden. Und in diesem Jahr kann es mehrere Gewinner geben. Wir sind ein Unternehmen, das in diesem Jahr den 25. Geburtstag feiern durfte. Und wir haben gesagt, okay, wir brauchen keine Blumen, wir brauchen keine Pralinen, schenkt doch uns bitte euer Geld für unser Projekt Mein Blut, meine Mannschaft. Und das haben dann auch viele unserer Gratulanten getan und so sind weit über 1.000 Euro zusammengekommen, die wir dann als zweiten und als dritten Preis ausloben konnten. Und das sind sie, die Vertreter der Gewinnermannschaften. Für den dritten Platz bekommt der SV Rot-Weiß Groß Rosenburg mit 121 gemeldeten Blutspenden 400 Euro. Den zweiten Platz belegt der BHC Barleben. Hier stehen 192 Blutspenden auf dem Konto und dafür gibt es 700 Euro. Und mit unschlagbaren 865 gemeldeten Blutspenden gewinnt der TSC Kalbe die 1.000 Euro. Die Zeit drängt, die zweite Halbzeit soll beginnen. Noch schnell die Fotos für die Presse und dann runter von der Platte. Über 800 Blutspenden, wie habt ihr das angestellt? Wir haben den ganzen Umkreis mitgenommen. Wir sind im Landkreis rumgefahren und haben halt in unseren Nachbarndörfern, Nachbarstädten alle mitgesammelt. Weil meine ganzen Spielerinnen kommen nicht nur aus Kalbe, wir kommen aus der ganzen Umgebung. Und das haben wir mit ausgenutzt, mit Verwandten, Freunden. Es ist ja wichtig, dass wir Blut spenden, weil wie gesagt, Blutreserven sind ja knapp und von daher ist es ja nun keine große Sache, da mal hinzugehen, sich da pieksen zu lassen und mal 10 Minuten zu opfern und anderen damit zu helfen. Das Geld ist eigentlich zweckgebunden vorgesehen für den Nachwuchs. Die Kinder, die heute mit hier waren, die gehören der D-Jugendmannschaft an und die brauchen einen neuen Trikotsatz und dafür wird das mitverwendet. Blut rettet Leben, das ist allgemein bekannt. Insgesamt sind bei den drei Gewinnermannschaften 1.178 mal 500 Milliliter Blut gespendet worden. Das ist die unvorstellbare Menge von 589 Litern Blut oder fast 60 Wassereimer voll Lebenssaft. Und das macht diese Aktion so einmalig. Und zum Schluss noch das Ergebnis. Der SCM gewinnt die Begegnung gegen den TSC Hannover-Burgdorf mit 30-28.